Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Clash of Clans Video. Das ist heute nur ein ganz kurzes, da wir hatten Clankrieg. Leider verloren, aber das lag halt einfach daran, dass es etwas unkoordiniert war, dass halt einfach viele durcheinander gekämpft haben. Aber halb so wild, man kann ja nicht immer gewinnen. So, mein kleines Dorf mal wieder. So, als erstes auf die Karte gehen, weil nämlich es gab einen ganz geilen Angriff. Den muss ich jetzt erstmal kurz suchen. Der war weiter unten. Moment. Also es war echt geil da. Schaut ihn euch mal an. Vielleicht kann ich auch noch währenddessen was dazu sagen. Als erstes Barbarenkönig. Ja, zerlegt ein bisschen was. So. Jetzt wird's geil. Barbarenkönig geht drauf. Ups. Jetzt die ganzen Drachen. Oh. In ein paar Sekunden komplett tot. Das muss man sich doch erstmal geben. Der Barbarenkönig hat die 4% Schaden gemacht. Die 10 Drachen in ein paar Sekunden einfach gestorben. Also, es war einfach so geil. Auf jeden Fall, dann halt noch kurz. Vielleicht bester Angriff und Verteidigung bei uns. Machen wir mal den besten Angriff zuerst. Aber ein bisschen schneller. Geht ja schon ordentlich los. Ich komme immer noch nicht mit der Steuerung klar. Immer schön mit Drachen. Läuft ja ziemlich gut durch. Den Rest beschleunige ich lieber noch mehr. So. Bester Angriff von Matarazzi. Ja, geiler Name, ne? Und jetzt kommt noch die beste Verteidigung vom lieben kleinen Tim aus unserem Clan. Ich sag euch eins, der Tim ist ein echt netter Typ. Da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen dazu. Außer dass der Gegner halt hauptsächlich die zwei Truppenklassen nimmt, was irgendwie im Clankrieg nicht sonderlich angebracht ist, finde ich. Das Massensterben der Barbaren und Bogenschützen könnte man das eigentlich ja nennen. So, das müsste eigentlich jetzt dann auch bald mal zu Ende sein. Und das war's. Geil. Super verteidigt. Kann man nichts sagen. Außer, ja, verteidigt. Logisch. Gehen wir mal wieder nach Hause. Und das war's dann mit der heutigen Folge mal wieder. Ciao, bis zum nächsten Mal.